Hallo miteinander. Ich bin der Devin von Toxic FM und heute gehen wir den neuen Zug von der Appenzellerbahn vorstellen. Er heisst Tango und ist Mitte August in Betrieb. Gehen wir noch einmal anschauen. Bei mir jetzt der Freddy Brunner, Verwaltungsratspräsident von der Appenzellerbahn. Freddy, hoi, kannst du mir echt den Zug ein bisschen zeigen, ein bisschen demonstrieren? Also wir sind jetzt hier im neuen Tango. Jetzt sind wir etwa 10 Jahre auf dem Moment hingeschafft und jetzt steht der Zug da, oder? Und ich meine, wir haben ihn gemacht für die Leute, jetzt ist er noch abgedeckt. Aber meine, das ist denn da, wo wir sitzen können, oder? Hier in der zweiten Klasse, hat sogar noch eine erste Klasse. Was neu auch ist, ist nicht nur die Anzeige, wenn wir wo hinfahren, sondern die neuesten Meldungen sind auch noch drauf, dass wir nicht immer noch aufs Handy mal schauen, oder? Sondern noch online auch noch versorgt wird. Ja, mein, der Zug ist jetzt etwa 52 Meter lang, oder? Und hat etwa 250 Plätze sitzen und stehen. Also wir bringen auch mehr Leute jetzt vom Appenzellerland in die Stadt runter, oder? Das ist eigentlich der Teil für Kinderwagen, für Rollstühle, das ist heute ganz wichtig, oder? Notfalls kann man sogar noch ein Velo einladen, aber das ist der Teil, wo man entweder sitzen kann, oder? Oder eben Kinderwagen abstellen. Das ist doch der Traum von jedem Eltern, aber auch von einem Jungen, mal soll man nicht so dürfen, vorne reinsitzen wie ein Pilot. Ist alles elektronisch. Der einzige Knopf, den man noch bedient, ist da. Die Rückspiegel sind auch elektronisch, oder? Da sind die zwei Bildschirme da. Also man hat einen wahnsinnig guten Überblick. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie mit der Jungfernfahrt bis im Bahnhof St. Gallen fahren können. Einen schönen Tag und schöne Ostern. Das war also der Tango. 52 Meter lang, 14 Meter länger als die bisherigen Züge und 90 Millionen Franken das ganze Projekt kostet. Ab August heisst es dann, die Appenzellerbahnen tanzen Tango.